Hallo zusammen, Maya3007 hier und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, was denn Angela Merkel in ihrem Ruhestand macht, dann seid ihr jetzt genau richtig, denn ich erzähle es euch heute. Es geht nämlich um David Xavier, Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Wir schreiben das Jahr 2022 und Angela ist seit 6 Wochen in Rente. Nach dem ganzen turbulenten Leben in Berlin hat sie sich mit ihrem Mann und Butler Mike in ein ruhiges Dörfchen in der Uckermark zurückgezogen. Sie hat sich sogar einen Hund zugelegt, den Mops Putin. Eines Abends wird Angela auf eine Weinprobe auf ein nahegelegenes Schloss eingeladen. Doch im Laufe des Abends passiert es. Angela findet den Schlossbesitzer tot in einem von innen verschlossenen Weinkeller. Der ermittelnde Kommissar will das Ganze schnell als Selbstmord abtun, aber Angela ist sich sicher, da steckt mehr dahinter. Aber falls es wirklich Mord war, wie konnte der Täter aus dem verschlossenen Weinkeller entkommen? Während der Ermittlungen fällt den dreien eine weitere Leiche buchstäblich vor die Füße. Und auch hier ist sich Angela im Gegensatz zum Kommissar sicher, das war Mord. Sollte eine Erbschaftsgeschichte hinter der ganzen Sache etwa stecken? Oder geht es um den Verkauf des Schlosses? Denn der Schlossbesitzer war absolut gegen einen Verkauf, aber es gibt viele, die großes Interesse an einem Verkauf gezeigt hätten. War das das Mordmotiv? Das dürft ihr selber lesen. Die Spannung will ich euch an der Stelle nicht nehmen. Es war ein schönes Buch. Es gab auch viel zu lachen an einigen Stellen. Eine Stelle, die mir so gefallen hat, Angelas Mann ekelte sich vor gar nichts, weder vor Spinnen noch vor Donald Trump. Da ist mir das Buch ja vor Lachen fast aus der Hand gefallen. Das war richtig klasse formuliert. Und es gab auch einige weitere amüsante Szenen. Aber ich muss sagen, der Krimi an sich, noch ein bisschen ausbaufähig. Da finde ich, hätte man noch ein bisschen mehr aus der Krimihandlung rausholen können. Da ist ja dieses Jahr schon ein zweiter Band angekündigt, den werde ich mir auf jeden Fall auch besorgen. 4 Sterne gibt es von mir für Miss Merkel. Denn ich finde auch das Cover hier richtig schön gemacht. Ich finde, man kennt sofort, wer da gemeint ist. So viel zu diesem Buch von mir. Wir hören uns dann demnächst mal wieder. Maya3007.